Ja, hey, wow, willkommen. Ich wollte ja immer mal was zum Themenkomplex Erklärvideos machen und ach ja, ich bin Frank Schlegel, willkommen auf meinem Kanal und ihr hattet ja in den Kommentaren geschrieben, dass ihr euch zu diesem Thema ein Video gewünscht habt. Ich hatte im letzten Monat aber keine Zeit, weil ich dann noch andere Videos halt machen wollte und genau, habe ich jetzt halt. Danke, Frank. Hallo, das geht natürlich besser. Wenn ihr Erklärvideos drehen wollt, dann kommt gleich zum Punkt, macht's kurz und knapp und sagt, was los ist. Bei uns geht's heute um Erklärvideos. Ja, nimm die Kamera einfach in die Hand, ist egal, wenn es ein bisschen wackelt. So eine wackelige Kamera wirkt ja auch irgendwie so ein bisschen postmodern. Ich find's schöner, wenn die Kamera auf dem Stativ steht oder man sie stabilisiert. Wie das geht, zeigen wir euch jetzt mal. Hallo Frank, was hast du denn da? Ja, wenn du dein Bild ein bisschen stabil haben möchtest, dann kannst du, wenn du mit einem Tablet filmst, das in so eine Halterung hineinpacken und kannst das dann total stabil halten und dann wackelt das Bild auch nicht. Klasse, kann ich das auch auf ein Stativ setzen? Ich Ja, habe zufällig eins dabei. ja. Wie du siehst, gibt es hier ganz übliche Gewinde, Okay. hier unten und auch an der Seite. Und somit kannst du diese Halterung einfach auf das Stativ hier draufschrauben. Mit dieser Halterung kann man übrigens auch tolle Kamerafahrten realisieren. Und ich zeige euch heute, was man noch so alles bei Erklärvideos falsch machen kann. Zum Beispiel zu wenig Licht. Kameras mögen Tageslicht, also lasst Tageslicht rein. Oder ihr knipst das Licht an. Na, geht doch. Sag mal, Frank, wenn ich hier mit so einem Tablet filmen will und Erklärvideos drehen will, das ist ja ein eingebautes Mikro drin. Taugt das dafür? Ehrlich gesagt nicht so richtig. Bild okay, Ton nicht so. Auch über die Entfernung jetzt, da sollten wir noch ein externes Mikrofon dran klemmen. Oder diese Ansteckmikros? Genau. Wir können das Ansteckmikro hier oben in die Tablet-Halterung ranschrauben. So, jetzt ist das fest. Und im Anschluss kommt das Klinkenkabel ins Tablet hinein. Hallo und herzlich willkommen. Heute zeigen wir euch, wie man Videos schneidet. Guck mal, Frank. Also, hier fahre ich mit dem Cursor hin und her und dann kann ich mir das Video angucken. Und wenn ich hier oben auf Texteffekte gehe, schau mal, dann kann ich hier einen einfachen Text einfügen Ja, und dann du kann Tom, ich. ich glaube, das kann man Ja? jetzt gar nicht so richtig erkennen, was du hier Nein? machst. Deshalb, wenn du ein Programm zeigst, Ja? ja, dann würde ich an deiner Stelle eine Bildschirmaufnahme machen. Wie geht das? Das ist ganz einfach. Drück mal die Windows-Taste plus G. Dann geh auf Aufzeichnen, es öffnet sich ein neues Fenster und da startest du die Aufnahme. Guck mal, da läuft die Aufnahme. Ah, also, das ist ja super. Und das wird jetzt im Computer aufgezeichnet, alles, was ich hier mache. Genau, und wenn du die Aufzeichnung beendest, findest du das unter deinen Videos. Super. Sag mal, geht das auch für Computer aus dieser anderen Welt? Du meinst aus der Apple-Welt? Ja. Ja, ich könnte dir das auch mal am iPad zeigen, wie das. Also, auf dem iPad öffnest du einfach das Kontrollzentrum, drückst auf diesen Punkt hier lange drauf, machst das Mikrofon an für die Aufnahme, startest die Aufnahme, 3, 2, 1 und jetzt wird alles, was hier auf diesem Bildschirm passiert, automatisch aufgenommen. Hallo, lasst uns eben über die richtige Einstellung sprechen. Das hier ist eindeutig zu nah. Geh mal zurück mit der Kamera. Aber doch nicht so weit. Dann sieht man doch, wie unordentlich das hier ist. Irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. So, apropos Mitte. Jetzt ist mein Kopf genau in der Mitte. Das ist nicht ganz cool. Wenn ihr es ein bisschen zur Seite schiebt, dann kriegt ihr schon ein richtig cooles Bild hin. Da sind wir schon wieder am Ende. Frank, gibt es noch irgendwas, was wir unseren Zuschauern sagen wollten? Also, je kürzer das Video, desto größer die Chance, dass sich jemand das Video auch bis zum Ende anschaut. Also, haltet's kurz und einfach. Tschüss.